Ich hatte verschiedene Beziehungen. Ich wechselte die Männer. Ich suchte nach der Glückseligkeit und nach der inneren Ruhe. Aber ich fand sie nicht. Im Gegenteil. Nach jedem Rendezvous und nach jedem Telefonat fühlte ich mich innerlich noch unruhiger und noch verwirrter als zuvor. Ich fühlte die innere Flamme der Ungehorsamkeit in mir brennen. Ich litt an Zerstreuung und ein Geistesabwesenheit. Ich habe Angst vor der geheimnisvollen Zukunft. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ist es für mich so, als ob ich von Hölle zu Hölle geflüchtet. Sie erzählte dem Gelehrten weiter: Deshalb sollte ihr die Mentalität der Mädchen, welche ihr auf den Märkten sieht, diejenigen, die sich zur Schau stellen, sich zeigen und flirten, die ihre Haut und ihre Schönheit sowie ihre Reize zeigen, um dem hungrigen, jaulenden, geschmacklosen Wölfen zu gefallen, versuchen zu verstehen. Denn diese Mädchen sind in Wahrheit die Opfer der familiären Unterdrückung. Es ist die Ernte der Härte und der Vernachlässigung von Zärtlichkeiten von ihren Eltern. Das Verhalten dieser Mädchen ist das Ergebnis der familiären Spaltung und der Abwesenheit des Glaubens. Jedes dieser Mädchen trägt eine Tragödie, die schuld daran ist, dass sie sich so dumm verhält, dass sie sich auf den Märkten und auf der Straße zur Schau stellt. Es sind nämlich nicht nur die sexuellen Triebe, die eine Muslime dazu treiben, ihre Reize einfach zu entblößen und sich von den hungrigen jungen Männern erniedrigen zu lassen. Die Triebe sind nicht alleine daran schuld, dass sie ihre einfach verkauft. Der Gelehrte sagte zu ihr: Ich habe eine wichtige Frage an dich. Ist eine psychische Krise oder eine familiäre Tragödie ein Grund dafür, seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam zu sein? Ist es ein Grund dafür, seine Keuschheit zu verkaufen, auf deine Würde zu verzichten und die Unschuld aufzugeben? Ist dieses Verhalten denn die Lösung für die erlebte Tragödie? Werden diese Taten denn die Realität ändern? Auf diese Fragen antwortete sie: Ich muss zugeben, dass die bittere Realität sich durch so ein Verhalten sich nicht ändern lässt, sondern es wird alles nur noch schlimmer. Ich will die Mädchen, die sich so verhalten, nicht entschuldigen. Ich möchte lediglich, dass wenn ihr so ein Mädchen seht, dass ihr Erbarmen mit ihr habt, dass ihr für sie um Rechtleitung bittet, denn sie sind verwirrt. Und sie glauben, dass dieser Weg der Weg ist, der sie zur Glückseligkeit führt. Sie sagte weiter zu ihm: Ich habe angefangen zu zweifeln. Ich stelle mir die Frage, ob es wahre Glückseligkeit im Diesseits überhaupt gibt. Wenn es sie denn wirklich gibt, frage ich, wo man sie finden kann. Denn ich muss sagen, dass ich keine Lust mehr auf dieses betrübte Leben habe. Der Gelehrte sagte zu ihr: Schwester, ich muss dir sagen, dass du den Weg, der zur Glückseligkeit führt, weit verfehlt hast. Du hast den falschen Weg eingeschlagen. Höre mir jetzt bitte genau zu. Höre mir jetzt bitte genau zu, damit du den wahren Weg der Glückseligkeit erkennen kannst. O ihr, die in Kümmernis, Bedrängnis, Angst, Trauer und Sorgen lebt. O ihr, die ihr ihre Hoffnung am Leben verloren habt. O ihr, welche nach der Glückseligkeit suchen, aber leider an den falschen Orten. O ihr, die kurz vor einem Selbstzerstörung steht. O ihr, welche ihr an Selbstmord denkt, weil ihr todunglücklich seid. Die wahre Glückseligkeit findet ihr nur, wenn ihr Zuflucht bei Allah nimmt, wenn ihr ihn demütig anfleht, niedergeschlagen seid vor Allah und wenn ihr nachts aufsteht, um eine vertrauliche Unterhaltung mit Allah zu führen, in der ihr demütig bittet. O mein Herr, befreie mich von Kummer und Sorgen. O mein Herr, heile mich von meinen Wunden. O mein Herr, schenke meinem Herzen innere Ruhe und Friede. Liebe Schwester, willst du wirklich glücklich sein?
dann klopfe an die Tore des Himmels, Tag und Nacht, anstatt achtlos mit Jungs zu telefonieren. Glaube mir, keiner wird dich verstehen. Sie werden keine Rücksicht auf deine Umstände nehmen. Sie werden deine Gefühle nicht verstehen. Wenn du bei ihnen Hilfe suchst, werden sich manche noch über dein Unglück freuen und andere werden sich über dich lustig machen. Andere werden deine Schwäche für ihre Zwecke nutzen und die anderen werden dir helfen. Jedoch haben diese weder Nutzen noch Schaden für dich. Schwester, du weißt keine Medizin. Für deine seelische Krise finden, nur wenn du demütig weinst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst keine innere Ruhe und Frieden erlangen, wenn du nicht reumütig weinst für die vergangenen Nachlässigkeiten und für die begangenen Ungehorsamkeiten um Verzeihung bittest. Sie antwortete weinend: Ich habe oft daran gedacht, aber ich schäme mich so sehr vor Allah subhanahu wa ta'ala. Meine Sünden und meine Nachlässigkeiten hindern mich daran. Wie kann ich bei Allah um Hilfe und Erleichterung bitten, wenn ich doch so ungehorsam bin? Daraufhin sagte der Gelehrte zu ihr: Gepriesen sei Allah, wenn die Menschen verletzt sind, sind sie sauer und verzeihen nicht. Sie wenden sich von demjenigen ab und lassen ihn im Stich. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schließt seine Tore vor niemanden, auch wenn er derjenige ein großer Sünder ist. Allah öffnet für ihn die Tore der Barmherzigkeit. Ab dem Moment, wo er beschließt, reumütig zu Allah zurückzukehren, Allah empfängt ihn mit Vergebung, Verzeihung und mit Tilgung seiner Sünden. Selbst wenn der Diener nicht zurückkehrt, gibt Allah ihm Zeit. Er bestraft ihn nicht rasch. Allah erweckt in ihm immer wieder den Wunsch zu reuen. Dann fuhr der Gelehrte weiterhin fort: Ich suchte, genau wie du, nach der wahren Glückseligkeit in diesem. Und ich fand sie. Ich fand sie in der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, in der Reue und in der Rückkehr, im Bitten um Vergebung für jede meiner Sünden, im Vergießen von Tränen in der Morgendämmerung, in der Gesellschaft der Frommen und Tugendhaften, in den Tränen der Reue, in den Wehrufen der zurückkehrenden Ungehorsamen, in der Lobpreisung, in der Demut, in der Niederwerfung und in der Vergebung, in der Niedergeschlagenheit vor Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, im Weinen aus Furcht vor Allah, im Fasten und im Nachtgebet, im Befolgen seiner Befehle, in der Koranrezitation, im Verlassen der Serien und der Musik. Ich suchte nach der wahren Liebe. Ich fand heraus, dass wenn die Menschen lieben, sie etwas dafür zurückverlangen, dass die Menschen, die etwas geben, auch etwas dafür haben möchten. Sie rechnen genau ab. Allah aber, Subhanahu, wenn er einen seiner Diener liebt, dann gibt er ohne Abbrechen. Wenn man ihm gehorcht, belohnt und dankt er Azza wa Jalla. Teuerste, die Menschen können uns die Sicherheit, die Liebe, die Zärtlichkeit und die Wahrhaftigkeit, nach der wir suchen und uns sehnen, nicht geben. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Die meisten Menschen besitzen diese edlen Gefühle überhaupt nicht. Sie kennen noch nicht einmal ihren Wert. Sie sind nicht einmal in der Lage, sie zu empfinden. Deshalb sollst du wissen, und jede Schwester auf dieser Welt muss es wissen, dass man etwas, was man nicht besitzt, auch nicht weitergeben kann. Liebe Schwester, das, was du suchst, kann dir nur Allah, dein Schöpfer, geben. Die Menschen werden sauer, wenn du sie immer fragst. Aber Allah wird sauer, wenn du ihn nicht ständig fragst. Allahu Akbar.